Das war früher ein Klassiker in der Schule. Wenn es hieß, malt ein Bild, wie die Zukunft aussieht. Irgendeiner hat immer einen Roboter gemalt, der alles konnte. Vor 20, 30 Jahren haben wir darüber gelacht. Heute heißt das Ganze Industrie 4.0 und ist wirklich so gekommen. Unsere Arbeit, die wird immer schneller, komplizierter und digitaler. Macht vielen Angst, weil sie denken, ihr Job sei irgendwann überflüssig. Die Gewerkschaften haben gesagt, lass uns drüber sprechen, über die neuen Herausforderungen mit den Mitarbeitern und den Unternehmen. Keine Ängste aufkommen lassen. Immer mehr Technik und digitaler Wandel. Am Arbeitsplatz von Sebastian Wörster ist der Fortschritt schon lange angekommen. Er montiert Sensortechnik in Messwalzen für die Herstellung von Alufolie. Sein Arbeitgeber Achenbach Buschhütten macht mit beim Pilotprojekt zwischen Gewerkschaft und Unternehmen. Es geht um die Veränderung der Arbeitsplätze in den nächsten Jahren. Ich denke, das ist eine gute Sache. Da wird recht viel offengelegt. Ich persönlich war ja auch bei den Gesprächen bei, weil ich ein Betriebsrat bin. Und man lernt die einzelnen Abteilungen genauer kennen. Und im Großen und Ganzen wird der Stress, noch ein wenig steigen. Es wird alles viel schnelllebiger. Alle Mitarbeiter sollen bei diesem Prozess mit eingebunden werden. Und auch Kollegen, die schon lange im Beruf sind. 370 Beschäftigte gibt es bei Achenbach Buschhütten. Das Unternehmen zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Walzwerken für Aluminiumbänder. IG Metall und Betriebsrat sehen dringenden Handlungsbedarf. Wenn man sich einfach anguckt, wie vor 15 Jahren beispielsweise ein Walzwerk vormontiert wurde, in welcher Zeit, in welchen Schritten und wie das heute ist, dann muss man einfach sagen, es hat sich gravierend geändert, wirklich gravierend geändert. Es ist eine Schnelligkeit da reingekommen, die unvorstellbar ist, was ich mir selber gar nicht vorgestellt hätte, dass das so schnell gehen könnte. Und ich glaube, das wird auch weitergehen. Die Planheit ist noch nicht optimal, aber ich denke, das kannst du mit der Biegung noch retten. Dennis Preljewitsch hat Maschinenbau studiert. Hier am Walzensimulator können die Mitarbeiter die Steuerung einer kompletten Walzanlage vor dem Export ins Ausland testen. Dabei braucht der Maschinenbauingenieur Kenntnisse, die nicht Inhalt seines Studiums waren. Der Hauptteil der Maschinen kann nur vor Ort in Betrieb genommen werden. Ja. Dafür ist es zum Beispiel wichtig, dass man eine Simulation vorher aufbaut, um diese Inbetriebnahmezeiten zu reduzieren. Ja, und um diese Simulation aufbauen zu können, ist es eben wichtig, alle Komponenten zu verstehen. Da reicht es nicht aus, nur die Mechanik oder die Hydraulik zu können, sondern da muss man das komplette Feld beherrschen. Mitarbeiter fit machen und weiterqualifizieren. Im vernetzten Unternehmen der Zukunft müssen alle Abteilungen enger zusammenarbeiten. Bei Achenbach Buschhütten wird jetzt gemeinsam entschieden, in welchem Umfang jeder einzelne Arbeitsplatz betroffen ist. Konkret bedeutet das, dass wir unsere Prozesse durchleuchten, Verschwendung abstellen, versuchen mit Hilfe der digitalen Möglichkeiten heute besser zu werden, schneller zu werden und natürlich vielleicht auch eine höhere Zufriedenheit bei den Mitarbeitern dadurch zu erzeugen, sodass wir beides tun. Wir kümmern uns um unser Unternehmen, um unsere Prozesse und mittelbar natürlich auch um unsere Kunden und Produkte. Die IG Metall verspricht sich sehr viel von dem Pilotprojekt. Es geht nicht nur um Mitbestimmung und den Erhalt der Arbeitsplätze. Sie will den Veränderungsprozess durch den digitalen Wandel für die Mitarbeiter schon jetzt gestalten. Wir werden uns den Herausforderungen stellen müssen. Und ich sehe eigentlich mehr Chancen. Ich sehe an der Stelle, wenn wir es jetzt hinbekommen, die Belegschaft mitzunehmen, wenn wir es einen gemeinsamen Weg gehen, sehe ich eher die Möglichkeit, dass wir den Arbeitsplatz von morgen mitgestalten können und auch qualitativ wertiger machen. Und von daher sehe ich viel mehr Chancen wie Risiken, wenn wir den Weg gemeinsam beginnen. Die Zukunft der Arbeit von den Erfahrungen bei Achenbach Buschhütten sollen andere Betriebe profitieren. Gabi Schilling von der IG Metall. Hört sich auch alles super an mit Industrie 4.0. Mehr Chancen als Risiken, zufriedene Mitarbeiter, ist doch alles gut. Ja, wenn man sich drum kümmert, dann ja. Was wir ja gesagt haben, ist, wenn die Entwicklung einfach so läuft und man nur die Technik entwickelt, dann wird sie auch nicht die Früchte tragen, die sie eigentlich tragen sollte. Nämlich dazu müssen die Menschen mitentwickelt werden, denn sie tun morgen andere Dinge, die sie heute tun. Menschen mitentwickeln, das heißt natürlich Weiterqualifizierung. Wir waren bei Achenbach Buschhütten, das ist ein Unternehmen, das stellt Anlagen und Maschinen her, eigentlich auch prädestiniert für die neue Technologie. Ja. Und die Mitarbeiter wissen schon Bescheid, sie müssen ein bisschen mehr leisten. Da war ein Student dabei, der sagt, da mache ich Dinge, die mache ich gar nicht im Studium. Wie viele fragen denn da eigentlich schon bei Achenbach Buschhütten nach Weiterbildung? Es fragen noch nicht konkret viele.
Und unser Ansatz ist, dass überhaupt erstmal deutlich werden muss, in welchen Arbeitsbereichen des Unternehmens welche Anforderungen entstehen, um sozusagen darauf vorzubereiten, ne, dass demnächst eine Qualifizierung anstehen könnte. Was aber klar wird, die vernetzte Industrie, die ja mit 4.0 angestrebt wird, denkt nicht mehr in Abteilungen, sondern sie denkt in Wertschöpfungsketten, in Zusammenhängen zwischen den Abteilungen. Ja, das denkt die Industrie, aber wir fragen uns natürlich, welcher Mitarbeiter muss denn jetzt am meisten nachholen in den nächsten Jahren? Mit Sicherheit diejenigen, also eigentlich trifft es jeden. Es ist nicht so, dass man jetzt sagen könnte, diejenigen, die einfache Tätigkeiten machen, genau die müssen nur lernen. Sondern an jedem Arbeitsplatz wird sich etwas verändern. Und was sich für alle verändern wird, ist die abteilungsübergreifende und vernetzte Zusammenarbeit. Mhm. Und dazu braucht man eben einen Prozess, dass man auch mal in andere Bereiche schaut und sieht, warum das Ganze eigentlich sich verändert und in welche Richtung es sich verändert. Muss ich trotzdem noch mal einhaken? Der Chef, der hat ja auch gesagt, von Achmach beschütten hier Verschwendung abstellen. Da frage ich mich, welche Arbeitsplätze fallen denn da irgendwann weg? Also mit Sicherheit fallen langfristig die Tätigkeiten weg, die man leicht in die sogenannten Algorithmen übersetzen kann. Also Tätigkeiten, die Routinen darstellen. Einfache Tätigkeiten. Fließband. Wobei nicht jede einfache Tätigkeit, weil es rechnet sich gar nicht immer, jeden Arbeitsplatz zu digitalisieren. Und sagen wir mal, Erfahrungswissen und Kompetenz auch an einfachen Arbeitsplätzen ist auch nach wie vor wichtig, damit der Laden rund läuft. Also menschliches Erfahrungswissen, was man nicht eins zu eins nur in Computer und Software übersetzen kann. Mitarbeiter sprechen alle ganz freundlich mit Ihnen, mit uns, sind alle aufgeschlossen. Ist es wirklich so? Also da liegt ja ein Prozess hinter uns. Ja? Wir haben ja in mehreren Workshops vor Ort mit vielen Beschäftigten gesprochen und versucht, dieses Thema nahbar zu machen. Ne? Normalerweise, man hört 4.0, kein Mensch weiß, was das eigentlich sein soll. Und die Atmosphäre ist auch deshalb gut, weil in diesem Unternehmen ein guter Dialog zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat stattfindet und auch ein guter Zugang zu den Beschäftigten gefunden wurde. Also Frau Schilling, halt mal fest, es kommt einiges auf uns zu, aber Reden hilft. Reden hilft. Kommunikation ist das A und O für die Zukunft. Frau Schilling, vielen Dank für Ihren Besuch hier im Studio.